Jontello und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Factorio. Bäume. Ich bin hier wegen den Bäumen. Ja, ich muss jetzt mal hier ein paar Bäume wegräumen. Okay, der Panzer hält rechtzeitig. Das ist immer ein gutes Zeichen. Ich glaube, da mal eine Reihe nehme ich noch weg. Okay, alles klar. Wonnebärchen. Ich hatte nicht mehr genug. Boah, Mann, ich hatte nicht mehr genug von den Greifern. Ich drehe durch. Ja, wo ich schon mal da drin sitze und das festgestellt habe. Was ist das? Wieso ist das da rot? Ah, guck mal hier. Oh, da kommen die über das Wasser? Nee, ne? Die sind bestimmt hier lang gelaufen. Machen nur Probleme. Verdammte Aliens. Wenn ich mir noch Granaten irgendwie mit einpacken und wenn ich dran denke. Und hier noch ein bisschen. Na, wie heißt das jetzt hier? Munition für den Flammenwerfer. Brennstoff für Flammenwerfer. Und dann geht's rund. Aber wie gesagt, ich muss auch erstmal Kupfer herstellen. So, wo habe ich jetzt Brennstoff für den Flammenwerfer? War hier? Autogeräusche bitte entschuldigen. Aber ich mache das Fenster nicht zu. Es ist Sommer. Also richtig geil eigentlich. Das Wetter ist richtig geil. Aber es ist halt auch so, dass... ja, es ist relativ warm und wenn ich jetzt irgendwie das Fenster zumache, dann ist hier irgendwann keine Luft mehr drin. Keine richtig zu gebrauchende. Und dann... Ich bin sowieso schon irgendwie... manchmal habe ich das Gefühl, Sauerstoff unterversorgt. Aber dann ist wirklich der Ofen aus. So, da muss ich auch nochmal gucken. Alter, ich habe da so viel zu tun. Ich komme jetzt gar nicht voran, weil ich andauernd irgendwie wegen anderem Zeug unterwegs bin. Jetzt zum Beispiel suche ich gerade Granaten. Also hier für Panzer. Panzergranaten. Kann man nicht genug von haben. Und Bänder, genau. Oh Gott, es ist gut, dass mir das noch eingefallen ist, Bänder. So, das sollte auch erstmal reichen. Vielleicht noch ein paar Unterführungen. 50 Stück sollen auch erstmal reichen. Oh, jetzt geht's mal los hier. Okay. Ich muss diese Teildinger, die muss ich auch nochmal... Wieso machst du das nicht? So, jetzt. Die muss ich auch nochmal maschinell herstellen. Aber, ja, wie gesagt, wenn ich dann endlich mal dazu komme, dann werde ich da... so eine richtige schöne Bandproduktion aufbauen von A bis Z, dass alles weggelagert wird und produziert wird, wirklich von den gelben Bändern bis zu den blauen Bändern. Es gibt ja noch blaue Bänder, das habe ich noch nicht erforscht, aber ja. Das geht demnächst los. Es ist jetzt nur, dass ich halt hier, ich habe mir ja ziemlich viel Platz geschaffen. Und dass ich halt irgendwie erstmal sehe, dass ich ja die Ressourcen auch absichere, ne? So. Ach, warte, wo ich schon mal... Ach, Kohle. Oh, fuck, jetzt habe ich keine Kohle geholt. Das ist natürlich auch wieder sensationell daneben gegangen. So, die brauche ich nur hier. Und hier, das ist genauso. So, okay. Munition. Oh, kann ich auch mal nachgucken. Ja. Komm, machen wir voll den Stack hier und dann machen wir den Stack auch noch voll. So. Weiter geht's. Achso, ich fange jetzt mal hier an. So, dann brauchen wir noch 12 Kisten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So. Dann brauchen wir wieder Greifer. Dann müssen wir das Ganze auf die Straße bringen, könnte man fast sagen. Ist ja eigentlich andersrum, weil... So. Ich mache bewusst halt irgendwie noch einen dazwischen. Habe ich irgendwie Bock drauf. Können wir ja eigentlich mal hier anfangen. Boah, ich hasse es ja rückwärts zu bauen, ne? Ne, ja, da war schon. So. Okay. So, auf dieser Weise werden halt alle drei schön gleichzeitig versorgt. Und ein 3-Band-Durchsatz sollte auch reichen. Genau, verkehrt rum. Was? Nein! Das sollte auch erstmal reichen an... warte, wo? Da. Hier möchte ich übrigens auch eine 3-Band-Versorgung haben. Also, ja, 3 Bänder sollen halt da runterkommen. Oh. Das Ding ist halt, es wird sowieso so werden, dass... es wird sowieso ein bisschen Stau geben vielleicht. Ja, hier kommen dann 3 Bänder an. Jetzt müssen wir mal doch ein bisschen wegmachen hier noch. Der Vorteil ist ja, wenn man das mit der Hand macht, dann... ich weiß gar nicht, kann man Bäume auch mit den Baurobotern abbauen? Und wenn ja, wie? Theoretisch müsste ja sogar mit 6 Bändern darunter gehen. Aber ich glaube, das wäre too much, oder? So, ich mache jetzt für jedes. Erstmal werde ich die direkt verbinden hier. Und dann werde ich jedes einzelne Band werde ich dann halt nochmal... Ah, verdammt, vielleicht... extra abzweigen, so dass praktisch jede Abzweigung oder dass praktisch jedes von diesen drei Bändern einmal aufgeteilt wird. Das ist jetzt das Ziel. So, das hier, das dürfte die einfachste Aufgabe sein. So. Ich baue einfach mal so hin. Ich weiß gar nicht, ob das funktioniert. So, okay. Okay. So, und jetzt müssen wir natürlich hier nochmal tunneln. Ja, aber nicht damit. Oh, es funktioniert. Sauber. Ja, und der läuft durch. Ja, genau. So. Wunderbar. Dann brauchen wir jetzt nur noch Strom hier. Wir nehmen die großen. Eigentlich bräuchten wir noch ein bisschen Licht. Okay. Damit ist auch der Strom da. Und wir brauchen hier auch nochmal hier Strom. Okay. Ich habe jetzt irgendwie 3 Stück da oben hingezaubert, einfach aus aus Sicherheitsgründen habe ich dann nochmal 3 oben hingezaubert. Sind die zu weit auseinander? Das ist ja doof. Aber eigentlich ist es auch ganz praktisch, dass ich da oben welche hingezaubert habe, muss ich sagen. Fällt mir gerade so auf. So, jetzt sollte es bis auf den hier keinen Eich mehr geben, der nicht läuft. Hier sehen wir schon, wie sich das alles zustaucht. Das ist ja geil. Da muss ich jetzt auch mal gucken, wie ich das jetzt überhaupt mache. So, eigentlich ist es am besten, wenn ich tatsächlich bei allen sowas mache. Mal gucken. Damit es halt irgendwie regelmäßig immer so verteilt wird auf alle Bänder, ne? Wenn ich das jetzt mal gerade so richtig durchblicke, ist das echt eine geile Idee. Ja, das war doch richtig. Boah, Alter. Ich dreh durch. Egal. Ich muss nochmal bitte etwas von dem Zeug holen. Von dem guten Zeug muss ich nochmal was holen hier. Ja, ich habe nämlich irgendwie keine Zahnräder mehr, also keine Eisenplatten. Ja, wie gesagt, eins von den dringenden Projekten ist tatsächlich diese Mehrfachdinger da zu bauen. Also das hier. Das schnelle Teilfließband. Also mit mehrfach meine ich halt, dass es irgendwie auf 2 Bänder geht. Da kommt es angeflogen. Und die kosten halt irgendwie auch sehr viel Ressourcen. Dafür brauche ich nämlich ja, Teilfließbänder 1. Ich brauche eine ganze Menge dafür. Aber vor allen Dingen brauche ich jetzt erstmal Zahnräder. Zahnräder habe ich auch hier irgendwo gelagert. Da. Einfach mal gucken, wo sie hergeflogen kommen. So, 16 Stück. Ja, sieht man, er braucht unheimlich viele von den Schaltkreisen und dann kommt noch irgendwie ja, Zahnräder. Energieschildausrüstung, da muss ich auch mal gucken, dass ich das auch mal irgendwie ein bisschen forciere. Da gibt es bestimmt noch geile Features, die ich wohl auch später dann brauche, weil ich weiß jetzt irgendwie noch nicht ganz genau, wie das alles irgendwie laufen soll, ehrlich gesagt. Ich kann auch nachher Artillerie bauen, das werde ich machen müssen. Eigentlich müsste ich das schon haben, weil ich vor mir vorstellen kann, dass ich mit Artillerie kann ich dann halt ja praktisch auf der Karte... Ich muss ja irgendwie zum Beispiel hier hin. Ich muss mir das Kupfer hier besorgen und da muss ich ja mitten durch Feindgebiet. Und da kann ich jetzt nicht überall hier Geschütztürme aufstellen. Das wäre ja der Wahnsinn. Und ich stelle mir halt vor, mit Artillerie kann ich halt irgendwie ein ziemlich großes Gebiet halt überwachen. Einfach mal. Und genau das werde ich dann jetzt forcieren müssen, dass ich das erforsche. Und dann muss ich halt mit diesem Kupfer hier auskommen. Jetzt bin ich hier runtergelaufen, ist auch nicht schlecht. Oh Gott, hoffentlich reicht das überhaupt, was ich hier... So. Der nächste Streich wird ungefähr hier enden. Ne. Hier. Und dann nochmal hier. Wobei, es ist auch irgendwie so ein Teil, das Wieso kann ich das nicht bauen? Das ist halt irgendwie etwas, was mich total nervt. Ach, das ist falsch rum. Deswegen kann ich wahrscheinlich auch nicht bauen. Er wollte mich praktisch beschützen vor meiner Dummheit. So. Jetzt landet es halt auf beiden Seiten. Hier ist das nicht nötig. Einerseits ist es hier nicht nötig, aber andererseits... Das Ding ist halt, wenn ich das nicht mache... Dann kommt das halt irgendwie auch nur hier auf einer Seite an, ne? Hier kommt es auf beiden Seiten an. Also hier ist es, spielt es keine Rolle. Ja, das ist dann hier auch nur noch der ergänzende Faktor, würde ich sagen. Erstmal, wahrscheinlich ist der Zug schon voll gepumpt. Also hier passiert wirklich nicht mehr ganz so viel. Hier ist das Ding schon fast dicht, ne? Finde ich geil. Oh. Ich Idiot. Natürlich. Oh Mann, ey. Da brauche ich gar keinen Tunnel. Also beziehungsweise nicht da. Der Tunnel, der muss schon sein, aber nicht da. Der muss hier sein. So. Ja, der ist voll. Also, stellen wir ein auf 45 Minuten. Ich finde das irgendwie kacke, volles Inventar, dass man nicht irgendwie sagen kann, das bezieht sich jetzt auf den Waggon, ne? Vielleicht kann man das sagen. Ich packe den mal dazu. Noch, also ich habe den gerade weggenommen, weiß ich, aber... Oder volles Inventar. Kann ja sein, dass er sagt so, warte mal. Wenn du... ich nehme jetzt irgendwie den Waggon auf und wenn der voll ist, dann geht's los. Theoretisch könnte ich das sogar nachweisen, indem ich jetzt einfach das rausnehme. Und wir stellen fest, nö. Okay, aber dann wird das spätestens nach 5... Oh nee, ne, jetzt sind da Aliens. Und mein Panzer ist da oben. Oh, ich drehe durch. Die haben sich hier wieder richtig schön breit gemacht, die Aliens. Ja, wie gesagt, ich weiß gar nicht, was ich zuerst machen soll. Ich habe jetzt Kupfer. Wieso? Was denn? Schweinerei. Ich habe jetzt Kupfer wieder. Und das nächste Projekt ist jetzt erstmal hier dicht machen und hoffen, dass dann da keine Aliens mehr durchkommen. Das ist dann auch nochmal relativ zeitintensiv, ne? Oh Gott, ist die Folge schon wieder vorbei, das kann ja nicht angehen. Ach komm schon, jetzt reicht's aber. Das wäre auch schön, wenn der Panzer jetzt... Es wäre schön, wenn jetzt irgendwie der... Oh, jetzt muss ich erstmal die Dinger noch einsammeln hier. Oh, jetzt müsste er sich erstmal noch aufladen. Alter, kommt rein hier. Was will er denn jetzt noch? Keine Ahnung, wo der Alarm gewesen ist jetzt. Warum, wieso, weshalb? Da ist auch irgendwie so ein Teil zum Aufstellen. Und dann gehen wir mal auf Alienjagd. Ja. Ich hoffe jedenfalls, dass das jetzt... der Zug fährt nicht. Aber ich muss mich jetzt erstmal hier um die Aliens kümmern. Ach, so. Nervige kleine Mistviecher. Es wird grün markiert, aber leider reicht es nicht, ne? Nicht mal ansatzweise, ja. Aber der hat natürlich mehr AOE-Schaden. Ich werd mal wieder mit der Kanone ein bisschen ballern, ja. AOE-Schaden! Falls der eine oder andere nicht weiß, was das ist Flächenschaden sozusagen. Also Area Wofür steht denn das nochmal? AOE. Verdammt, ich wusste das mal. Ja, das ist ja geil. Area of Effect heißt das. Area of Effect. AOE-Schaden, ja. Also das ist Area of Effect Schaden. Mann, ey. So, gut. Die haben wir jetzt erstmal weggenödelt. Was ist denn jetzt schon wieder? Wieder keine Bauroboter am Start, oder was? Okay. Also. Der Zug steht da immer noch. " 45 Sekunden vergangen oder volles Frachtinventar. Ach, vielleicht müsste ich auch nochmal auf automatisch stellen. Die Pfosten, nee, ja gut. Das haben wir dann jetzt auch erledigt. Dann kümmern wir uns jetzt um die Front. Wieso stand der überhaupt auf manuell? Gut, hoffen wir mal, dass meine Theorie stimmt. Und hier die Aliens durchschlüpfen. Das sieht gut aus. Das sieht aus, als würde das stimmen. Laufen die da jetzt lang? Das ist ja geil. Also wenn das jetzt irgendwie... Na egal, ich mach trotzdem hier eine Front auf. Obwohl, da gibt es natürlich auch schön noch Material zu holen, ne? Verdammt, warte mal. Obwohl, doch, alles gut. So. Geschütztürmchen. Ich habe jetzt mal beschlossen... Oh Gott, der Teil ist ja schon längst zu Ende. Sagt doch einer was. Verdammt! Mir ist das doch aufgefallen schon und dann habe ich da gar nicht drauf reagiert, ey. So, also hier, man sieht ja schon, ne, wie ich hier das vorbereite und dann werde ich halt irgendwie in der nächsten Folge hoffentlich das sogar komplett fertig kriegen. Mit diesen Geschütztürmen. So, also. Bis dann. Tschüss.